Hey ho Leute und willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow 2. Im letzten Part habe ich mich ein wenig viel aufgeregt hier und da. Vor allem weil die Challenge nicht so geklappt hat und dann am Schluss geklappt hat und dann doch nicht, weil so ein lustiger Fettsack gedacht hat, er muss intelligent werden und mit dem Rücken zur Wand rennen, damit ich ihn nicht mehr anständig töten kann. Und ja, ich habe auch eine relativ langfristige Pause gemacht, und zwar in dem Zusammenhang, dass ich 3 Tage, zwei oder 3 Tage nicht mehr gespielt habe. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, was jetzt auf dem Programm steht. Trevor muss hier irgendwo sein. Genau, wir müssen die Teile des Mirror of Fate finden, um unserem kleinen Bub einen Gefallen zu tun. Und das werden wir auch alsbald probieren. Wir können ja nun mit unserer tollen Nebelgestalt durch diese Gänge durch. Ach, so. So, und dann... Ach ja, stimmt, hier sind wir ja runtergefahren, glaube ich. Und damit können wir neue Wege freischalten. Auch an diverse Upgrades oder Nägel kommen und so weiter. Zum Beispiel in Bernhards Flügel, da erinnere ich mich noch dran. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Wirklich Backtracking werde ich nie begehen. Oh, ich dachte, jetzt kommt tatsächlich eine Sequenz oder so. So. Ja. Problem ist, ich habe jetzt massenweise Dark Souls normal gespielt. Nicht Dark Souls 2, das hier ist noch zum Zeitpunkt, des Streams gewesen. Und dementsprechend bin ich jetzt die Steuerung nicht mehr so ganz gewöhnt. Was hat er vor? Oh, ja, ich denke, er verstärkt seine Freunde. Okay, was wir definitiv mal machen müssen, ist gleich mal in unser Buch reinschauen. Denn... ich weiß jetzt gar nicht mehr, was an Fähigkeiten ich noch verstärken wollte. So, was haben wir denn hier? Die Aufstiegspeitsche. Quadrat und X. Gut, dann können wir nämlich die Peitsche gleich richtig schön upgraden. So, die Guillotine wird natürlich mitgenommen. Die müsste aber schon fertig sein, glaube ich. Aber was soll's? Wir können ja die Aufstiegspeitsche noch ein bisschen spammen. Oh, das scheint es gewesen zu sein. Gut, sammeln wir diese Schose auf und gucken nochmal nach. Zack. Nein, die Guillotine ist auch noch nicht fertig. Gut, das bietet sich ja dann wirklich an. So. Stimmt, und hier ging es dann weiter. Da müssen wir nur ein bisschen am Rad drehen. Wo ist welcher Knopf? Ah, da, Dreieck. So, und dann müssen wir da hochrennen. Genau, und ein bisschen X. So. Und das hat wunderbar funktioniert. Jetzt müssen wir da nur... hoch, bevor das Ding weg ist. Perfecto mundo. Wo kommen wir jetzt nur hin? Ha, das sieht schon mal vielversprechend aus. Okay, da ist ein Fledermaus. Ah, oh, ein Hyperkubus. Gib mir. Oh Mann, da tropft's. Ah, einer von 5. Naja, egal. Wir haben ja schon eine angenehme Menge dieser Magie. Also wenn da jetzt kein Kampf oder so... Oh, da sind sie ja schon. Na dann. Ich finde das ja cool, dass wir die Guillotine machen können und dann direkt mit dem Aufstiegsschlag anschließen können. Das hat irgendwie was. Oh, den haben wir gut getroffen und zack. Ah, jetzt muss es... Aua, ich sehe nichts. Was war's? Irgendwas hat uns getroffen. Ah, da sehen wir auch eine... Okay, so wird das nichts. Machen wir erstmal die Schilde kaputt. Ist jetzt gut. So, einmal dein. Und... Ah, deiner... Ups, falsch. Deiner auch noch, bitte. So. Wunderbar. Und Aufstiegsschlag. Huhu. Ja, komm her. Guillotine dann halt eben. Auch kein Problem. Und da-da-da-da. Das ist doch bestimmt ein Lebensbottich, oder? Ah, nein. Nein. Egal. Was hast denn du Schönes dabei? Angst von Gerard, dem Heldenhaften. Die Rüstung ist kalt und die Erschöpfung macht meinen Körper taub. Hört es an diesem Ort nie auf zu schneien? Mir ist es gelungen, mich zum alten Theater zu schleppen. Ich brauche einen Unterschlupf. Aber ich habe Angst einzutreten. Drin höre ich hysterisches Gelächter und... ich denke, ich weiß, was das ist. Die Legende ist wahr. Die Alten haben nicht gelogen. Der Puppenmacher existiert wirklich. In den kalten Winternächten haben sie von ihm und seiner Geschichte erzählt... Doch laut ihrer Version verschwand der Puppenmacher in ewiger Ruhe.
Ich schätze, der furchterregende Burka hat ihn erweckt, als er sein Quartier einnahm. Das Lachen ist verhallt. Ich glaube, das Schlimmste ist vorüber. Ich werde noch eine Minute warten und dann hineingehen. Okay. Ja, wir haben die ganze Chose hier eingesammelt, haben uns sogar doll geheilt. Wie weit ist denn die Waffe? Ich bin da jetzt saugeil drauf. Oh yeah. Oh yeah. Du kannst diese... Okay, und jetzt? Übung macht den Meister, okay. Beherrschungslevel 2. Mhm. Und das bringt uns jetzt was? Okay, wir müssen die Gegenschlagdinger öfter machen. Dann den Aufstiegswirbel. Den Luftwirbel, das ist dann ein Dreieck in der Luft drücken, ne? Und die Schmetterpeitsche gedrückt halten. Okay, das ist eigentlich kein Thema. Kein Thema. Naja. Cool. Naja. Macht die jetzt mehr Schaden oder was? Ah, da hängen ja sowas wie Luftballons. Wie cool. Naja. Sau episch. Oh, wie das aussieht mit diesen hässlichen Augen. Ugh. Ich habe irgendwie drauf gewartet, dass sie jetzt jeden Moment rumkullern. Das da sieht irgendwie so aus, als könnten wir dorthin. Ja, das sieht definitiv so aus, als könnten wir dorthin. Na los, geh mal auf den Rand da. So ist gut. Ah! Ah! Ich bin so gut! Und was gibt's hier Tolles? Bitte ein Upgrade. Ah, es gibt einen Nagel. Okay. Warum nicht? Oh, das wird nix. Ist ja nicht schlimm, wir können ja hier wieder hochklettern. So, können wir da rechts auch noch hinspringen? Das sieht zumindest so aus, ne? Hua! Ah. Komm, halt dich fest. Ja! Okay. Hauptsache nicht den mittleren Weg gehen müssen, ne? Da ist was. Yay! Oh, geil! Da fehlt mir die Musik. Mann. Da fehlt mir echt einfach die Musik. Okay, das da sieht einfach nur nach Kampf aus. Ich bin... Oh, was haben wir da? Ich bin minimal gespannt darauf. Können wir den Sprung schaffen? Hopp. Komm schon, schwebt da schön rein. Na? Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist jetzt die Frage. Kommen wir da hoch? Sieht jetzt mal gerade nicht so wirklich danach aus. Wie können wir denn da hochkommen? Wieder mit einem Doppelsprung später? Dann sagen wir einfach mit einem Doppelsprung, wenn es denn soweit ist. Boah, die Musik hier drin ist ja geil. Boah, die Musik hier drin ist echt geil. Okay, wir können alles kaputt machen. Oh, da finden wir sogar wieder EP. Das ist ja nicht wahr. Na dann. Boah, die halten sogar ein, zwei Schläge aus mit dem AOE-Angriff. Finde ich interessant, dass sie die Stühle EP geben. Na egal. Interessant genug, aber ich will hier weiter voran. Was haben wir denn hier? Komm, lass eine Szene aufploppen. Ich will was sehen. Da haben wir einen Schalter. Dann haben wir Fledermäuse. Okay. Wo bringen die uns denn hin? Ja? Okay. Okay. Jetzt sind wir hier. Da geht's weiter. Aha. Moment, den Schalter werden wir noch benutzen. Faszination von Batu. Ich habe Sir Gerard gefunden. Er hielt sich außerhalb des Auditoriums versteckt. Er ist wahnsinnig geworden und weigert sich jetzt weiterzugehen. Anscheinend ist der alte Puppenmacher erwacht. Und die Ritter der Bruderschaft sollen sich voll Furcht vor ihm verbeugen. Vor seinen sprechenden Puppen. Welche Bedrohung sollte... Von ein paar Holzmarionetten und Fäden ausgehen. Die Lichter gehen jetzt aus. Der Vorhang öffnet sich, eine Melodie ertönt und der Moderator beginnt mit der Vorstellung. Ich muss hier warten, bis die Musik aufhört. Es wäre unhöflich, die Vorstellung zu unterbrechen, selbst als Hauptattraktion. Okay. Und was haben wir hier? Oh, ein Kubus! Ein Kubus, lass mich runter! Yay. Oh Mann, die findet man echt viel zu easy. So, jetzt dürfen wir sogar noch eine Ratte werden. Und dann? Wo sollen wir dann hin als kleine Ratte? Hier rein, okay.
Werden wir mal versuchen. Den Hebel lassen wir immer noch unumgelegt. Meh. Hallo, meine kleinen Rattenfreunde. So, dann gucken wir mal. Wo kommen wir denn hier hin? Einfach nur wieder raus, oder was? Ah, und da können wir da so rein? Nein, so kommen wir dann nicht rein, okay. So, da war der Hebel. Nein, da hoch kommen wir auch nicht, aber hier muss ja irgendwas sein. Sonst wäre es ja seltsam, wenn wir... Ah, hier raus könnten und dann kein Schattenportal oder ähnliches in der Nähe wäre. So. Schattenportal? Da. Ich dachte gerade schon. Nachher müssen wir hier sowieso hin, um diesen Hebel überhaupt umlegen zu können. So, einmal heißt das zack, zack, zack. Okay, das müssen wir anscheinend ein bisschen anfeuern. Oder haben wir gerade gemacht. So, hier können wir wieder unsere Magie auffüllen. Die Frage ist, wie lange hält das jetzt? Ich hoffe mal, das bleibt jetzt einfach dauerhaft an. Und nicht, dass wir jetzt schon zu viel Zeit verschwendet haben. So, dann los. Krabbeln wir hier mal ganz schnell vorbei. Nicht in die Zahnräder rein, das ist bestimmt minimal ungesund. Schade, hier hätten sie wirklich so ein feines... Wow! Okay, die machen, haben einen bestimmten Rhythmus. Zack, zack. Und zack. Eins. Eins. Zwei. Okay. So, was haben wir denn da? Können wir das kaputt knabbern? Komm, knabber mal. Oh, was ein geiles Easter Egg. Habt ihr das gesehen? Auf dem Sack stand Acme drauf. Hier, Acme. Das finde ich ja sau cool. Genial. Also in dem Spiel ist wirklich schön Humor versteckt. Okay, war's das jetzt? Haben wir jetzt ein Leben geopfert, um diese Fallen auszuschalten? Egal, das passt. So, jetzt müssen wir wieder hier rein, um wieder Dracula werden zu können und dann halt wieder einen Hebel angrapschen zu dürfen. Na los, komm. Booyah. So. Na dann, gehen wir gleich wieder zurück. Und dann gucken wir mal, was es gebracht hat, hier alles in Gang zu setzen. Gentlemen, boys and girls, if the dream of reason produces monsters, the theater dispels them with its magic. Now be afraid before the conjurer who conquered the creatures of the night. With his genius and his heart, give a big round of applause for the mighty toy maker. Okay. Was ist, wenn ich jetzt hingehe und den hauen möchte? Warum geht böse Musik an? Na egal. Zieh mal am Hebel. Mach mal. The famous and beloved toymaker, we will learn, has a sad fate over his head. For in spite of his goodness, a path of tragedy and death he will tread. Day and night in his workshop he labors, he hammers, he sweats, and he fasts. And with every blow he strikes, sighs fly from his soul to the figures he crafts. Hör dir die Geschichte an und platziere die Figuren sowie die passende Dekoration im richtigen Moment auf der Bühne, damit die Vorstellung beendet werden kann. Okay. Okay. So. Wählen, ja.
Geschichte wiederholen. Okay, was haben wir? Walter Banner, Dämon, Kind. Werkstatt, ja. So, und den Puppenmacher. So. Vorstellung fortsetzen. Splendid choice. His fame spreads in whispers across the land far and wide. Until his name is known and respected by every man and child. One fateful day, a nobleman knocks at his workshop door. He's jolted from his work with a start. The promises and smiles of Walter Bernhardt conceal a dark, perfidious heart. Okay, also. Müsste doch immer noch die Werkstatt sein, oder? So. Was kommt jetzt? Eigentlich Walter Bernhardt, ne? So, und so müsste es weitergehen. Excellent decision. Walter offers a roof, friendship, protection, a heart. The Bernhardt's castle will be a dazzling mansion for the old toy maker and worthy of his craft. A curse on you, Walter Bernhardt, for deceiving such a good soul. May you be damned to spend all eternity in hell's darkest hole. Eine lustige Art und Weise hier, die Geschichte vom Toymaker und Bernhardt weiterzugeben. Very astute. Our hero works away happily in the castle of his dreams. But soon we will see his perfidious master's purpose is not what it seems. Oh my god! This is no castle, but a prison! Poor Toymaker, now you understand how close is your perdition. Hide yourselves, boys and girls. Walter Bernhardt is preparing an invocation here. Terrible creature of hell is about to appear. So, dann nehmen wir mal einen Dämon. Ja, und so lassen wir es mal. Extraordinary! Oh no! The demon is conjuring a charm! Take cover now, if you are easily alarmed. Oh no! The Toymaker's talent now comes to his perfidious benefactor's aid. Far behind him now are the toys and the theater he had made. Oh, if only to undo this vile spell there were some chance, and so release the good Toymaker from the grip of his vile trance. Okay, und jetzt? Oh. Da gab es jetzt nicht wirklich einen großen Hinweis. Oder hat er jetzt was von der Werkstatt erzählt? Müssen wir jetzt das Kind platzieren? Ernsthaft? Okay. No, no, no. Ich dachte gerade schon. The Toymaker's talent. Toys and the theater. Ah. Ja, okay. Nein, das war der falsche Knopf. Ach Mann, jetzt haben wir nochmal 300 EP verloren. Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht Quadrat drücken. Ich wollte X drücken. Ich will den kleinen Bengel wieder wegnehmen. Nein? Okay. His mind may be in fog, but the Toymaker's good heart shines through, you can tell. And a little love is all it takes to destroy the terrible spell. But now you must think fast, Toymaker. Your situation is dire.
Walter Bernhardt is returning. I don't know how you can escape from this mire. Oh, what a terrible and fortunate idea, boys and girls. Come on, little one. Hold on to that heart so pure and true. In a distant and hopeful future, you may return it to the one who gave it to you. Ladies and gentlemen, this is the heart of a man whose goodness hints deep. Listen now and decide if you will wake him from his long sleep. Ja, klar. Ich bin eh ein Fan vom Toymaker. Good sir. How long has it been? Oh, never mind, it doesn't matter now. Your face seems oddly familiar. Oh, you must forgive me. I'm just a little confused, you see. I suppose my memory will return in time. Your memories are of no interest to me, Toymaker. I'm looking for the Mirror of Fate. The Mirror of Fate? If I'm not mistaken, the mirror was broken many years ago. Yes, now I remember. It was when the Lord of Darkness was defeated by his own son. The castle came down, and the mirror broke. I vaguely recollect seeing it amongst the ruins. Wait! I found a fragment and I kept it. Now I remember! What's happening? His infallible spear, ready to defeat the sinister invader. Okay. Wir haben jetzt den Puppenmacher getroffen. Eigentlich ein guter Kerl, aber jetzt, seit er verdorben wurde, halt nicht mehr so, ne? Und hier haben wir eine Marionette des Puppenmachers. Eine der ersten Aufgaben, die Bernhard dem Puppenmacher gab, bevor er ihn zur Sklaverei verdammte, war der Bau eines exotischen Puppentheaters. Das Stück sollte von den Taten des Sir Walter de Grey handeln. Die epische Geschichte von dem Ritter, der den bösen Drachen Sauragantorix besiegte und das gesamte Königreich rettete. Doch das kindliche Wesen, das der pummelige Puppenmacher den Holzfiguren verlieh,
missfiel seinem Meister dermaßen, dass er die Erstaufführung verbot. Die farbenfrohen Marionetten wurden vom Puppenmeister ausgelenkt. Einer gewaltigen, untergliederten Konstruktion, mit dessen Hilfe der Meister das Stück von oben aus aufführen konnte. Obwohl sie nicht zu Kriegszwecken erschaffen wurden, machen ihre beträchtliche Größe und ihr enormes Gewicht sie zu hervorragenden Waffen gegen jeden, der unbefugt in das Haus ihres Schöpfers eindringt. Zeit zum Spielen vom Puppenmacher. Das würde ich jetzt auch mal sagen. Finde ich zwar scheiße, dass der... böse wird, sage ich mal. Aber naja, was will man machen? Verdammt. So, hier, schön Aufstiegsangriff. Okay. Jetzt kommt die Shockwave, ja? Welchen Angriff brauchen wir jetzt eigentlich nochmal? Ich will ja doch ein bisschen drauf achten. Ah, die Guillotine, okay. Und diese anderen Dinger. Ups. Hat man davon, wenn man... man nicht auf den Bildschirm guckt. Wir müssen dann hinhauen. Ja, ist jetzt gut. Ah, doch aufs Gesicht. Okay. Ich dachte gerade schon. Boah, die Peitsche scheint ganz schön gut Schaden rauszuhauen. Wir können ja auch mal hier unsere Peitsche... Au. Okay, da müssen wir mal ein bisschen Heilung raushauen. Oh mein Gott. Sag mal, mit dir komme ich ja jetzt gerade gar nicht klar, Mistvieh. Ach, leck mich doch. Ja, was waren da noch? Super. Mann, mit der Schlange kam ich ja jetzt gerade gar nicht mehr klar. Ey. The Toymaker will know something about how the mirror of fate was broken, if I can find him. Ja, wir haben ihn gefunden. Komm. Lass mich ran da. So. Da müssen wir ja doch erstmal gucken, was die Schlange so raushaut. Jetzt kommt ein Feueratem, ja. Wow. Heftige Reichweite. Was kommt jetzt? Was ist denn das? Okay. Mann, die Schlange hat wiederum ziemlich krasse Skills drauf. Ach, die Dinger bleiben liegen? Hallo? Okay. Ach ja, komm, da sind wir... Wisst ihr? Da sind wir... Ach, Mann! Nein, scheiße! Boah, jetzt frier ein und gut ist... Ach komm, wieso gehen wir so weit nach vorne beim Einfrieren? Lass mich hier mal weg! Was hat uns denn bitte jetzt getroffen? Die Funken! Was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Also diese Schlange ist ja mal... Also, der Erste, der Sir Walter, ist ja gar nichts gewesen. Und diese Schlange, die hat jetzt hier direkt übelste Skills. Ist okay. Genau wie dieser Ladescreen. So, komm. Und wir hauen auf diese Kacktische... auf diese Kackstühle, anstatt auf diese tolle Schlange. Das gibt's ja nicht, das da. Komm, hau schön drauf. Ja, so ist... Jetzt, wo haut der denn hin? Das ist schon ein bisschen seltsam, wo er hinschlagen will, aber naja. Jetzt komm... Ach, seht ihr das? Ist das dieser hässliche Autofokus? Ach komm, hat uns doch gar nicht getroffen. Da schon wieder. Was ist denn das? Warum haut er nicht anständig auf den... auf die Schlange drauf, wenn ich nicht springe? Da einfach vorbeihauen ist angesagt, oder wie? Eieiei. Springen! Hier, Salto, ja? Komm. Hopp. So ist richtig. Hau aber auch drauf jetzt, bitte. Mann. Nein! Was war das für ein dreckiger Salto? So, komm. Ja, schön draufhauen. Jetzt kaputt machen hier. Ah, wenn er wenigstens treffen würde. Wo hüpfst du hin? Boah, ging gerade noch mal gut. Hau drauf.
Boah. Ja, komm. So. Okay, hier müssen wir mal ein bisschen draufhauen. Action ist angesagt. Huh, vielleicht heilen wir uns auch lieber doch mal ein bisschen. Aber nur ein bisschen scheinbar. Komm schon, lass mich ran da, denn ich will ja... Oh, da hauen wir ganz gut rein. Huh. Hat er uns? Nö. Okay, dann machen wir gerade weiter. Okay, da schießen wir mal ein paar Klöße mitten rein, würde ich sagen. Oh, das hat sogar funktioniert. Na dann, nutzen wir die Chance. Oh ja, oh ja. Das haut ganz schön rein. Guckt euch das mal an. Oh, da hat er jetzt genug gehabt. Hussa! Kommt er jetzt wieder runter? Ja. Sehr coole Sache. Guillotine und zack und gleich noch eine Guillotine und Aufstiegsschlag und weiter geht's mit der Guillotine und oh ja, das tut gut. Nimm die Punkte mit. Und zack. Okay, das ist amüsant, aber viel zu easy. Also wirklich. You were about to give me a fragment of the Mirror of Fate. Ah, yes. Here it is. Oh, yes. Good. Good. You know, it's all starting to come back to me. I know who you are. Oh, my. Goodbye, old man. Guard your heart well. Huh. Also das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt mit dem Puppenmacher.